Hallo, Sion hier und weiter geht's mit God of War für die PS4. Beim letzten Mal, ja, haben wir Kratos ordentlich aufgelevelt, das heißt, er hat jetzt, oder beziehungsweise ihm neue Rüstung besorgt, das heißt, er hat jetzt deutlich bessere Stats. Und ich habe die Folge hier bei diesem Rätsel beendet, wo ich immer noch das E finden muss. Was haben wir hier eigentlich noch dran? Jetzt bin ich hier auch nochmal neugierig. Hier ist das E noch drin. Ah, Moment, dann bin ich doch fertig. Er ist doch bescheuert. Ich wette, irgendwer hat mir das in die Kommentare geschrieben. Ha. 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 Alles klar. Warum nicht? Horn mit Blutmet. Blutmet. Also, Blutmet ist ein seltener Trank, der die Rage verstärken soll. Alles klar, das heißt, ich habe dann mehr Power, ja? Ich kann das nicht so oft sagen. Ich glaube, das wird langweilig, wenn ich immer wieder Tim Taylor zitiere. Aber gut auf jeden Fall, dass ich doch nochmal hier zurückgegangen bin und dadurch, ja, die Kleinigkeit gefunden habe. Nice. So, und dann sind wir hier wieder bei dem Schmied, oder wie? Oder ist das wieder... Nee, doch, hier ist der Schmied, genau. Alles klar, ja. Dann gibt es ja eigentlich gar keinen anderen Weg mehr. Das Spiel will doch, dass ich hier hochgehe. Weil beim letzten Mal war ich bei so einem Tor gewesen, wo ich nicht weiter durchgekommen bin. Und das hat mich auf jeden Fall sehr gewundert, weil ich gedacht hätte, dass es da weitergeht. Das sah einfach alles danach aus. War dann aber letzten Endes nicht der Fall, weshalb... Ja, sich bei mir Verwirrung breit gemacht hat. Aber jetzt bin ich die anderen Wege gegangen. Ich denke, es gibt keinen anderen Weg mehr. Das heißt, ich werde heute in diesem Part nochmal schauen, ob es da nicht irgendetwas gibt, was ich übersehen habe. Beziehungsweise ich hoffe, dass es da irgendetwas gibt, das ich übersehen habe und dass wir da weiterkommen. Wenn das nicht der Fall ist, weiß ich nicht, dann mache ich den Part heute vielleicht ein bisschen früher zu und warte auf eure Kommis oder muss dann online mal schauen. Aber ich würde das schon gerne selber hinbekommen, deswegen schauen wir mal. Schauen wir mal, da oben ist irgendwas Grünes. Weiß nicht, ob das von Relevanz ist. Schauen wir mal, kann ich das abschmeißen? Na, okay. Ist anscheinend egal. Zumindest anscheinend... Wow, sorry. Zumindest anscheinend für den Moment egal. Ein bisschen weiter. Mensch, ey, meine PS4 klingt wirklich so, als wäre sie eine Boeing. So. Der Radar sagt... dort lang. Und das sollte ja eigentlich dann hier durch sein. Ist ja mehr als offensichtlich eigentlich. Aber ich meine, hier waren wir ja letztes Mal. Genau, hier war dann diese Gülle, die da von oben runterkommt, die wir kaltgestellt haben. Wortwörtlich. Und ja, dann geht's halt nur hier lang. Dürfte also eigentlich keinen Weg übersehen haben. Schauen wir einfach mal. Und ja, der Radar sagt doch auf jeden Fall hier lang. Auf jeden Fall. Das heißt, ich muss irgendwie durch die Tür kommen. Ich meine, ich freue mich, weil ich beim letzten Mal noch ein paar Sachen gefunden habe, die ich sonst ja übersehen hätte. Ah ja, stimmt, ich kann ja jetzt auch mit der 2 ein bisschen härter reinhauen. Damn, also wer so einen abkriegt, Heureka. Aber jetzt ist die Frage, wie? Wie komme ich da durch? Das... Ah, das? Nee, ist auch nichts. Wie mache ich das? Wie komme ich hier weiter? Ha. Es ist bestimmt irgendwas total Simples, was ich einfach gerade übersehe. Ich würde jede Wette eingehen, dass es so ist. Schauen wir mal. Hiermit kann ich nicht interagieren. Ja, ich weiß. Die Leute, die das Spiel selber gespielt haben, werden sich schon denken so, boah, Mann, was machst du denn? Ah, warte. Kreis? Im Ernst? Ich hätte schwören können, das war vorher nicht da. Aber spielt auch keine Rolle. Ich habe dadurch mehr Sachen gefunden. Also ich bin happy. Ich sag ganz ehrlich, ich bin happy. Oh, shit. Junge. Ah, fuck. Damn. Sauber so. Darf ich nicht selber? Wie, das war's? Hey, der Junge hat gute Arbeit geleistet, oder, Kratos? Ist da noch einer? Ja, ganz ehrlich, jetzt kommen diese kleinen Pissgegner dafür. Ich hätte mich jetzt gefreut, wenn wir den hätten besiegen müssen. Oder steht da noch? Okay. Jetzt haben wir mal einen richtigen Fight. Okay, gegen alle. Ich würde sagen, wir finishen mal schnell die Kleine.
Komm schon, die sollten ja nicht lange machen. Oh. Ja. Sauber. Komm schon. Und weg mit dir. Oh. Alles gut. Und. Bam. Nice. Hey. Hey, nee, nee, nee. Mit dir spiele ich gleich. Ich will nur erstmal die aus dem Weg raum. Bam. Oh, ich liebe diesen Powerschlag, ey. Der ist ja richtig geil. Was denn, willst du ein paar? Komm her. Nimm's, ey. Stell dir mal vor, ich hätte das mit meinen vorherigen Stats gemacht, ey. Das wäre ja absolut nicht, wow, nicht in Ordnung gewesen, ne? Oh, what? Du schmeißt den Gegner auf mich? Alter, was geht denn mit dir? Oh, wow, 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 komm mal her. Dann wollen wir mal so, ja? Komm, komm, komm. Komm her. Hab noch ein Kombo für dich. Nice. Ein bisschen fehlen mir dabei die Knöpfe, die man sonst gedrückt hat, aber. Ich glaube, du musst mir die Tür öffnen, oder? Ach nee, musst du nicht. Na, kommt mal her. Sauber. Willst du noch mehr? Nee. 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 Das Viereck. Achso. Damn. Finish him. Wuhu. Wir haben es geschafft. Ein Ogre? Hier? War nicht mal so hart. Also ohne die Power hätte ich ewig gebraucht. Frostflamme. Hey, das brauchte ich, um irgendwas aufzuwerten. Das weiß ich noch. Ich glaube, meine Axt tatsächlich. Könnte ich fast auch zurückgehen, aber ich mache es einfach dann bei der... Oder ich könnte mich auch teleportieren, ne? Selten Zauber. Ein Zauber, Stärke und Runenkraft um 3 erhöht. Klingt nice. Bluetooth, ja? Sowas hast du drauf. Ja, ich würde wirklich fast zurückgehen und die Waffe verbessern. Sowas würde ich machen, wenn ich alleine spielen würde. Eigentlich gehen wir doch zurück. Weil ich meine, dass... Wobei, nee, nee. Ich denke mal, ich bin für den Moment stark genug. Und wenn ich mehr Power brauche, wird das Spiel mir schon die Option geben, zurückzugehen. Oder ich glaube, ich hatte einen Zauber, dass ich zu dem anderen Typi konnte. Aber spätestens irgendwann werde ich ja eine Werkstatt sehen. Und dann machen wir das einfach. Deswegen ist es okay. Eigentlich sind wir stark genug. Also überlegt mal, wie easy der Kampf gerade war, ne? Wow, ich fühle mich fast schon broken gerade. Jawohl. Ja, Kratos, du hättest dich wenigstens bedanken können. Also dein Sohn hat ganze Arbeit gerade geleistet in dem Kampf, würde ich mal meinen. Hättest wahrscheinlich nicht so alt ausgesehen, aber ein bisschen schon. Und ja, da kommen wir noch nicht durch. Haben wir denn hier noch was? Ich habe übrigens eine... Na, ihr wisst ja, wie viel man darauf geben soll, dass andere Spiele bewerten, ist immer so eine Sache. Das sollte jeder für sich selbst halt entscheiden. Was ist dir egal? Mist. Ja, aber ich glaube GameStar war das und für die in den Top 10 war zum Beispiel auch Path of Exile. Das war mal ein Free-to-Play, glaube ich, kann das sein. Oder vielleicht mal im PSN Plus und ist eigentlich von 2013, deswegen fand ich die Liste auch etwas komisch. Vielleicht gab es aber in diesem Jahr neue Updates oder so. Aber Platz 1 war Red Dead Redemption. Habe ich nicht gespielt, kann ich nicht beurteilen. Ja, warum werde ich nicht müde? Götter werden nicht müde, mein Junge. Aber ja, muss sagen, kann ich irgendwo nachvollziehen von dem, was... Also, soweit wie von, was ich davon gesehen habe. Aber ich weiß es halt nicht, weil ich selber nicht gespielt habe, weil es mir zu viel eines Spiels ist, um das anzugehen, sage ich mal so. Ich glaube, das wäre einfach zu lang für mich. Bleib stehen. Leider. Oh, was ist das? Wir müssen woanders nach oben. Okay, sicher? Die Hexe! Wäre sie hier, dann kämen wir bestimmt weiter. Meine Magie ist gegen den schwarzen Atem machtlos. Ey, du bist ja hier. Es wird kein Weg vorbei. Bist du uns gefolgt, Odin oder wie? Hat dafür gesorgt. Was tust du hier? Ich helfe euch, eure Reise zu beenden. Du warnst uns erst jetzt. Ich war damit beschäftigt, meinen Freund zu retten. Du erinnerst dich? Der schwarze Atem ist eine dunkle Art von Magie. Ich kann sie nicht bannen. Nur das reine Licht von Alfheim ist stark genug, sie zu durchbrechen. Ein sehr langer Weg. Was bedeutet euch das Ziel? Alles. Einfach alles.
Ha! Folgt mir. Wow. Warum hilfst du? Ich bin euch wohl ähnlicher, als ich mir eingestehen will. Vielleicht mache ich all meine Fehler wieder gut, indem ich euch helfe. Oder ich mag euch einfach. Und das mit deinem Freund? Trotz der Sache mit meinem Freund, ja. Wo müssen wir hin? In eine Welt jenseits der euren. Gehen wir mal, der Weg zum Berg. In eine andere Welt? Kommst du mit? Nur für eine kurze Zeit. Nur für eine kurze Zeit. Bin ja gespannt, ob sie mit uns kämpft, ja? Oder ob sie uns verarscht. Und, ja, wer weiß. Wer weiß, aber bis jetzt scheint sie ganz okay. Kann sie die Dinger vielleicht aufmachen? Stimmt, du hast so ein bisschen Magie drauf. Zeig doch mal. Wir nehmen das hier. Greitha. Geht nicht. Ist kaputt, sagt Sindri. Sindri? Der Zwerg am Fuß der Hügel. Er arbeitet noch daran. Als ich vorbeikam, war niemand dort. Vielleicht ist er fertig. Zwerge sind äußerst geschickt. Und nervtötend. Zumindest die zwei, die wir kennen. Das auch. Darf ich das kaputt machen? Dankeschön. Und nervtötend. Na gut, dann wollen wir mal. Ich muss es umlegen. Okay, let's go. Ja, nice, nice. Warum habe ich so Flashbacks von Resident Evil 4 und irgendwelchen Zombies, die mir entgegenkommen? Von dort aus reisen wir nach Alfheim. Zum Glück liegt er nicht mehr unter Wasser. Warum ist die Kreatur am See? Das weiß niemand. Eines Tages war sie da. Kurz darauf griff Thor sie an und ihr langer Kampf war in allen Welten zu spüren. Er endete unentschieden und Thor kehrte mit leeren Händen zu Odin zurück. Die Schlange blieb und wurde so groß, dass sie nun ganz Midgard umspannt. Ha! Es stimmt! Seitdem hassen sie sich. Wenn Ragnarök kommt, werden sie einander töten. Glaubst du an Ragnarök? Ich wünschte, ich würde es nicht. Hätte sogar zurückfahren können. Weißt interessant. Du, wir haben mit der Schlange gesprochen. Wirklich? Er übertreibt. Ich bin gut mit Sprachen, selbst wenn ich sie nie gehört habe. Die Schlange verstehe ich aber überhaupt nicht. Das kann leider niemand. Sie spricht eine tote Sprache. Ah, hey, schaut mal. Gut, dass ich nicht zurückgegangen bin. Klingt einsam. Schade, dass ich nicht zurückgegangen bin. Moment, aber hier sind wir doch hergekommen. Aber okay. Wenn du sagst, wir gehen hier lang, dann gehen wir hier lang. Ey, das ganze Gift ist weg. Hat sie sich darum gekümmert? Vorsichtig. Hier entlang. Bist du sicher? Wir waren schon einmal hier und es wird kein Weg hinüber. Siehst du? Ist das so? Ich zeige dir etwas. Ja, zeig uns den Weg. Okay. Schaust du zu? Justa. Was? Es ist fest. Albenarchitektur. Meine Bogensehne war mit dem Licht von Alfheim getränkt. Sie kann jetzt die Magie der Alben erwecken. Moment, sie verschwindet nicht wieder, oder? Nicht nice. Solange das Licht frei scheint. Hier entlang. Das ist cool. Ich will auch eine. Da hinten ist vielleicht auch so eine Möglichkeit. Nee. Oder doch? Diese Wurzel. Was ist das für eine Magie? Ah, sie hat die Dinge auch versiegelt. Ja, okay. Du kennst es? Nur Geschichten. Mutter hat nicht viel über die Warngötter erzählt. Nur, dass sie immer Krieg gegen die Asen führen. Verglichen mit Odin und Thor sind das wohl die Guten. Es gibt keine guten Götter, Junge. Das habe ich dich doch gelehrt. Dies sind die Runen von Muspelheim. Ich dachte, der Junge liest mir das vor. Kein Ort für Kinder. Oder sie. Bringt das was? Nee. Okay, ja, ihr wartet wieder darauf, dass ich die Tür aufmache, ja? Na gut. Für irgendwas muss Kratos ja auch gerade gut sein, ne? Lässt er die auf, wenn er die so aufschiebt, oder was? Weil ich meine, jetzt ist sie wieder zu. Tierestempel, er baut mit Hilfe der Riesen. Schneller! Tiere bereiste von dort aus die neuen Welten und warte so den Frieden unter ihnen.
Sieht nicht besonders friedlich aus. Wo wir auch hingehen, werden wir angegriffen. Vor allem von toten Dingen. Die lebenden Toten werden immer zahlreicher. Früher einmal waren die Straßen und Wege voller Menschen. Kann ich mir gar nicht vorstellen in diesem Spiel irgendwie. Wir haben jetzt auch kaum Menschen gesehen. Die in einer solchen Welt überleben können. Wenn überhaupt. Und die sind ja auch relativ schnell gestorben. Von uns, aber sehr geil. Die Story haben aktualisiert. Hellhäscher. Diese Gegner werden wütend und sehr aggressiv, wenn man eingefroren ist. Vater sollte unbedingt dem Frostexplosionsangriff ausweichen. Wenn es ihnen gelingt, uns einzufrieren, sollten wir uns zurückhalten, bis es nachlässt. Geht am Fuß dieser Treppe nach rechts. Am Fuß dieser Treppe nach rechts. Du gehst woanders hin, oder wie? Moment, wo willst du denn hin, Mädel? Erstmal zu dir. Hast du irgendwas vor? Moment. Erschaffst du uns eine neue Brücke? Okay, sie wartet wahrscheinlich, bis ich da lang gehe. Na gut, dann wollen wir mal nicht so sein. Lassen wir mal unseren Sohnemann nicht aus den Augen. Bitte, geht die Treppe. So. Da, wieder ein Lichtkristall. Machst du das von da? Warte dort, während ich das Licht erwecke. Justa. Hat geklappt. Nice. Was machen wir genau? Die Schäden reparieren. Okay. Hebt zuerst die Achse an. Was hebt die Axt an? Geh mal weg, Möwe. So, schauen wir mal das hier. Gut, jetzt schieb sie zurück an ihren Platz. Okay. Bam. So geht das. Jetzt das Rad wieder zurück auf die Schiene. Boy. Perfekt. Jetzt schiebt die Brücke die Schiene entlang. Dann schieb. Wow, die komplette Brücke dreht sich. Damn. Kann ich die komplette Brücke drehen? Mann, du bist echt stark. Wenn du wüsstest. Bis die Brücke ihre erste Position erreicht. Schon müde? Nein. Er war schon immer sehr stark. Eigentlich könnte ich dann wohl auch zurück zu diesen komischen Level 4 Bullies, aber naja. Aber was sind sie? Es sind arme, ruhelose. Ich denke, jetzt hätte ich eine gute Chance. Weshalb? Kann Bahnmagie Tote erwecken? Warte sie, einst. Doch dies ist kein Zauber. Diese Plage der Toten ist nur ein Symptom für eine Welt, die aus dem Gleichgewicht geraten ist. Etwas oder jemand hat mit mächtigen Kräften herumgepfuscht. Das ist alles, was ich sicher weiß. Okay, du weißt aber nicht wer, du weißt nicht wo, du weißt nicht wann. Aber was? Das ist perfekt. Kommt wieder rauf. Wir sind jetzt bereit. Okay. Dann schauen wir mal, wie es da oben jetzt aussieht. Ey, optisch macht das Spiel wirklich sau viel her, oder? Meinem Rücken geht es so nice. Müsste ich eigentlich in jedem Part sagen. Weiß gar nicht, Horizon oder God of War, was sieht besser aus? Schwer zu sagen. Haben die Riesen oder die Almtierstempel gebaut? Sind aber wirklich zwei der, denke ich mal, besten Exklusiven, die wir haben. Mit Spider-Man noch. Ey, wo bist du? Ah, da. Okay, so, wir haben die Brücke jetzt in Position gebracht. Schauen wir mal, was uns hinter diesem Tor erwarten wird. Hätte vielleicht auch mal checken sollen, ob sich die Karte verändert hat, aber wahrscheinlich nicht unbedingt. Ich meine, wir sind ja im gleichen See, ne? Dann schauen wir mal. Hier waren wir aber auch schon, ne? Hey, was? Okay, wir sollen geradeaus. Wir sollen nicht nach links oder rechts. Ist okay, Spiel. Deine Sehne leuchtet nicht mehr. Ihre Macht ist nun erschöpft. Es war nur noch wenig Magie enthalten und wir haben sie verbraucht. Was denn? Du nimmst sogar die Sehne deines Bogens weg. Oh, Moment. Kriegt er ein bisschen mehr Power, ja? Sobald ihr das Licht von Alfheim habt, erfüllt die Sehne mit seiner Macht. Das ist wichtig. Sehr lieb von dir. Du sprichst, als würdest du nicht mitkommen. Ich versuche es, aber es wurden Maßnahmen ergriffen, mich in Midgard zu halten. Warum? Die Götter halten nicht viel von mir. Okay, von mir aber bestimmt auch nicht. Aber gut, länger können wir wohl nicht auf sie zählen. Dieser Tempel hat fast 150 Winter lang unter Wasser geschlafen. Nur das Licht des Bifrost kann ihn wieder erwecken. Bifrost?
Hey, neuer Bereich. Weltenreiseführer. Weltenreisekammer. Okay. Interessant. Sieht erstmal ganz nice aus, aber schauen wir mal, was hier passiert. Sind sie auch nicht. Die Wurzeln sind Teil des großen Weltenbaums und ermöglichen die Reise zwischen den Welten. Also ein Teleporter. Mehr oder minder. Soll ich hier was machen, Mädel? Lass mich mal. Geh mal schon zur Seite. An den Tisch. Wie funktioniert es? Du brauchst das, einen Bifrost, um zwischen den Welten zu verkehren. Er speichert, bewahrt und überträgt das Licht von Alfheim. Platziere den Bifrost dort. Okay. Was jetzt? Warte kurz. Der Tempel erwacht langsam aus seinem tiefen Schlaf. Von diesem Raum aus, und nur von hier aus, könnt ihr von einer Welt zur anderen reisen. Was ihr vor euch seht, zeigt den Tempel, in dem wir gerade stehen. Sowie die Weltentürme, die draußen den See der Neun umringen. Alle Welten existieren im selben physischen Raum, Spiegelbilder voneinander. Diese Türen, die Türme draußen und die neun Welten sind alle miteinander verbunden und bestehen gemeinsam auf den Ästen des Weltenbaums, getrennt nur durch das Bifrostlicht von Alfheim. Dieser Ort kann dieses Licht bündeln und steuern. Ist das der Weltenbaum? Ein kunstvolles Abbild davon. Nein. Yggdrasil ist viel, viel mehr als das. Der Baum des Lebens ist mit dem Schicksal der Welt verbunden. Genauso sind wir es mit ihm. Der Baum nährt unsere Böden. Der Tau seiner Blätter speist unsere Täler und Flüsse. Der Existenz des Baums verdankt die gesamte Schöpfung ihr Dasein. Seine Lebensenergie bildet das Geflecht des Lebens. Geburt, Wachstum, Tod und Wiedergeburt. Jeder Strang geht über Raum, geht über Zeit hinaus. Alles kehrt zum Baum zurück. Und so funktioniert es. Aber du warst wohl auf eine zweckmäßigere Antwort aus. Ja. Nun gut. Die Brücke, die ihr draußen verschoben habt, ist derzeit auf Vanaheim gerichtet. Dreh das Rad stattdessen auf unser eigentliches Ziel. Alfheim. Okay. Odin hat den Zugang zu dieser Welt verhindert. Die Weltenrune wird niemals funktionieren. Welt ändern mit ihr müsst die Zielwelt. Moment! Ja, das Rad dreht die Brücke und die Brücke richtet sich an den Weltentürmen draußen am See aus. Aber an diesem hier ist kein Turm. Und deshalb ist die Reise nach Jötunheim unmöglich. Ohne einen Turm zur Verbindung mit der Brücke kann die Sequenz nicht beginnen. Okay, dann für jede Welt dahin. Steht eine Weltenrune, die die Brücke zu dieser Welt freischaltet. Ich gebe euch die für Alfheim. Jetzt könnt ihr euren Bestimmungsort eingeben. Wir sind bereit. Denkt immer an den Bifrost. Den dürft ihr nicht verlieren. Jetzt richtet sich die Weltenreisebrücke aus und die Zwischenwelt wird sich öffnen. Interessant klingt es allemal. Das heißt, wir haben jetzt hier in diesem dunklen Raum uns den jede Welt hat einen entsprechenden Hitman Legacy wieder installiert. Ja, ich will wieder Hitman spielen. Und öffnet die Brücke zu jener Welt. Deshalb ist die Reise zu den Welten nur von dieser Kammer aus möglich. Was ist mit dem fehlenden Weltenturm auf dem See? Der Jötunheim-Turm verschwand vor über 100 Wintern aus allen Welten, als die Riesen aus Midgard verschwanden. Wo der Turm jetzt ist und wie sie ihn bewegt haben, ist immer noch ein Rätsel. Eine Welt jenseits unserer. Okay. Ja, wir müssen wohl durchgehen, ne? Diese Reise war seine letzte. Ihr könnt erst wieder zurück, wenn er mit dem Licht von Alfheim erneuert wird. Also setzen wir fest. Jemand mit deinen Fähigkeiten sollte problemlos zurück nach Midgard kommen. Können wir dann den schwarzen Atem vertreiben? Mit dem eingefangenen Licht von Alfheim, ja. Okay. Dann erstmal durch Team. Mensch, ey. Denk aber bloß nicht, du bist seine neue Mama, ja? Ah, nett, dass sie uns hilft. So, dann gehen wir mal durch.
Okay. Sieht erstmal nice aus. So viel, denke ich, kann man sagen. Willkommen in Alfheim, meine Herren. Meint ihr, ihr findet das Licht? Ich erkenne es kaum. Etwas stimmt nicht. Seht ihr die Lichtsäule am Horizont? Sie kommt aus der Mitte des Ringtempels. Dort ist, was wir brauchen. Nein. Nein, 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 nein. Verdammt, noch nicht. Oh, oh. Um die Bifrost-Magie herzustellen, müsst ihr ins Licht gehen. Doch passt gut auf, dass euch der Mann nicht hat. Nein! Okay, sie darf nicht weiter mitkommen. Alles klar. Sie ist nicht tot, oder? Nee, das glaube ich nicht. Unwahrscheinlich. Komm. Sieh dich doch mal um. Okay. Bleib bei mir. Fass nichts an. Fass nichts an. Okay, es sieht erstmal sehr interessant aus. Auch vom Wetter her, es scheint dir zu warm als, weiß nicht, Skandinavien. Sieht mir eher tropisch aus, aber schauen wir mal. Ich lass mich überraschen. Und ja, Cash kann ich auf jeden Fall erstmal gebrauchen. So, bringt das was? Nice. Ich glaube, du hast's erledigt. Für sowas ist die Axt auch gut. Ist da oben vielleicht mal wieder ein Vögelchen? Nicht unser Problem, Junge. Konzentrier dich. Ja, bleib wachsam. Du weißt nie, ob hier irgendwas abgeht. Deswegen, ne? Der Sonnemann, der guckt dann zu sehr in die Landschaft und dann kriegen wir auf den Arsch. Ich glaube, das wäre nicht so geil. Und was ist das? Sie ermorden immer mehr Lichtalben. Es ist Krieg. Oder das Ende davon. Wie wir den Roben haben verloren. Sollen wir helfen? Okay. Ne. Nix. Wow, wow, wow. Zwei Schläge, ja? Komm her. Komm her. Weiß nicht, was du für einer bist, ey, aber nicht mit mir. Okay. Bam. Okay, das wollt ihr nicht, ja? Oh. Sauber, Junge. Komm her. Komm her. Also die Kill-Kombo dauert ein bisschen lange, die Animation, muss man sagen, ey. Oi. Wo bist du da? Komm, schieß ihn doch mal ab. Sauber. Nee. Nee, 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 nee. Genau Konter, mein Freund. Ach komm, kill den mal so. Ich brauche mal ein bisschen Zeit. Warum greifen die uns an? Wir haben nichts getan. Wir sind neue. Es werden mehr kommen. Wo kommt dieses Zeug überhaupt her? Ja! Easy. Weiß nicht, ob ich beide auf einmal treffen musste, aber es hat ja geklappt. Also ein Schwert mitnehmen stattdessen wäre bestimmt auch gar nicht schlecht. Wir haben nicht mehr so viel Zeit auf der Uhr. Ich muss ein bisschen aufpassen. Aber es gefällt mir hier. Ist mal was ganz Neues bis jetzt. Kompassgebietsmarkierung. Wenn der Kompass golden wird, ist ein Ziel in der Nähe. Suchen Sie die Gegend nach Hinweisen ab. Okay, das heißt, ich bin relativ nah an was auch immer ich finden will. Okay. Nee, ich muss das von der Seite machen anscheinend. Wenn ich das von hier machen kann, habe ich wahrscheinlich mehr Erfolg. Matthäus, komm her. So. Sehr gut. Unser Boot. Aber Moment, bevor ich das nehme, würde ich gerne noch ein bisschen schauen, ja. Kann ja durchaus sein, dass hier noch was ist. Dann zum Beispiel da vorne. Hey, hey, hey. Warum bist du vor uns, ihr Zwerg? Ja, war? Uns wurde gesagt, unser Pfad sei der einzige zwischen den Welten. Das mag der einzige für euch sein, aber Zwerge stecken... Okay, du hast deinen eigenen Zwergenpfad genommen. Antwort. Ah, genießt die Verwunderung. Es gibt wenig Wundersames, wenn man so viel geheimes Wissen besitzt wie ich. Wo man in den Welten exotische Dinge findet, wie man daraus Werke schafft, die die Vorstellungskraft sprengen. Dem Neuling erscheint das alles wie Magie. Aber... Na gut, lassen wir das mal so stehen. Es ist Magie. Ich möchte... Ja, ich möchte meine Axt verbessern, weil das sollte jetzt gehen, ne? Frostflamme, das heißt, ich kriege Angriff von 25 auf 40. Damn, her damit. Am besten ist, mein Bruder nicht noch
das ist Musik in meinen Ohren. Okay, ansonsten... Ich weiß nicht, ob ich dir noch was verbessern kann, mein Lieber. Geheime Schulterwickel. Zauberplätze von 0 auf 1. Ach, das ist eine andere Brustrüstung, aber dann verliere ich eine Menge Stärke. Dann will ich das erstmal nicht. Ist wahrscheinlich für die ein oder andere Situation gut oder vielleicht auch insgesamt besser, ich weiß es nicht. Aber Moment, den hier kann ich noch hochrüsten. Im Moment bin ich eher auf Stärke aus, ja. Magie interessiert mich gerade nicht so sehr. Aktuell denke ich mir, hey, ich habe nur mal die Axt und kann mit der noch besser reinhammern. Jetzt können wir hier nochmal Vielseitigkeit hoch. Alles ein bisschen hoch. Komm her. Kann ich die noch weiter hochbessern? Ne, ist schon auf Max. Talisman erstmal nicht. Kann ich noch was für den Kleinen hochmachen? Moment, wie kann ich für dich auch nochmal... Wie kann ich für dich... Okay, wahrscheinlich kann ich deine Rüstung nicht hochpowern. Okay. Alles klar, soll das erstmal pausen. Willst du mir noch was erzählen? Oh, die würde ich überall erkennen. Ganz ehrlich, eine unserer besten. Gestellt mit dem dröhnenden Schreien von 20 Frosttrollen. Ungefähr. Aber warum? Woher kanntest du sie? Sie suchte uns auf, damals am Anfang. Sie war eine besondere Frau. Sie wollte Menschen beschützen. Für uns war es eine Chance, jemandem Macht zu verleihen, der damit Gutes tun würde. Sie sprach sogar unsere Muttersprache. Sie sagte... Verstehe ich jetzt nicht, aber... Genau, sehr beeindruckend. Du hast ihre Augen. Weißt du das? Danke schön. Nicht anfassen. Was? Hab ich nicht. Werde ich nicht. Alles klar. Ja, irgendwie hat er seinen eigenen Charme. Ist okay. So, und dann schätze ich, werden wir uns das nächste Mal wieder mit dem Boot weiter bewegen. Das können wir dann beim nächsten Mal machen, God of War. Das heißt, ich werde meine Session hier nach 2 Parts, denke ich, einstellen. Es wird wahrscheinlich, also wenn dieser Part oben kommt, ist definitiv schon 2020. Auch wenn heute für mich noch Dezember, Ende Dezember ist. Und ja, ich hoffe, ihr habt gut gefeiert. Ne? Ich hoffe, ihr hattet echt Spaß bei den Neujahrs und habt bei den Neujahrsfäden, die ihr eventuell gehalten habt, bei denen ihr teilgenommen habt. Und alles Gute für 2020, ja. Ich hoffe, wir werden alle unsere Ziele erreichen, die wir durchführen wollen. Ich hoffe, wir werden eine Menge Spaß haben und in Kontakt bleiben, wie das hoffentlich auch weitergeht. Und lasst mir einen schönen Kommentar da, wenn ihr die Möglichkeit habt. Ja, würde mich freuen, wenn ihr den Part bis hierhin zum Ende gesehen habt. Hashtag. Komm, Hashtag 2020. Ich bin gespannt. Wenn irgendwer den Part wirklich bis zur letzten Sekunde gesehen hat, dann lasst mir das da. Ich glaube, ich sollte mal wieder mehr Hashtags in Parts verteilen, um zu sehen, wer die Parts auch nicht durchskippt. Alles klar, ich danke euch und bis zum nächsten Mal. Guten Rutsch, bis dahin und bis dahin.